Ich singe ein Lied für euch aus dem Zwergenreich. Egal ob groß ob klein, wir wollen fröhlich sein. Ich singe ein Lied für euch, drum lasst den Sonnenschein heute in euer Herz hinein. Ich singe ein Lied für euch aus dem Zwergenreich. Egal ob groß ob klein, wir wollen fröhlich sein. Ich singe ein Lied für euch, drum lasst den Sonnenschein heute in euer Herz hinein. Schönen Dank, das geht alles von eurer Zeit weg. Schönen Dank, das hilft einem, der es in der Jugend schwer gehabt hat. Ja, ich habe früher schon mit meinem Bruder immer in eurem Bett geschlafen. Gott sei Dank hat er dann geheiratet. Dann waren wir zu dritt. Ja, aber eigentlich wollte ja mein Kollege, mein Zwergekollege heute noch mitkommen, aber der kann leider nicht, der hat keine Zeit. Der muss auf seine Kinder aufpassen. Er hat 17. Ja, ja, noch nie was vom Fruchtzwerg gehört. Ja, und das ist noch lange jetzt fertig, weil seine Frau, die läuft ja schon wieder so rum. Also, ja, ich bin ja auch nicht gerade das Langste, aber ich habe ja auch die Münchner Krankheit. Stau am Mittleren Ring. Ja. Aber das kommt nur daher, dass auch bei uns Zwerge die Moderne Einzug gehalten hat. Ja, wir sitzen halt auch den ganzen Tag bloß noch vor dem Computer im Internet und hüpfen von einer Internetseite auf die andere. Also bei uns heißt es Google-Hupf. Ja. Ja, so geht es dabei erst zu, aber das ist ja noch gar nichts. Viel schlimmer geht es ja zu bei uns im Nahen Osten. Ja, also im Blohinger. Da geht es zu. Da ist vor Jahren, wollte da mal der Peter Alexander mit dem Auto durchfahren. Dann hat er gesungen, hier ist ein Mensch, dann haben sie ihn aufgefressen. Ja. Und jetzt war vor kurzem war mein Zwergekollege aus Österreich da und er wollte dann mit mir einfach mal ein bisschen mit dem Flugzeug so einen kleinen Rundflug machen, wie es hier bei uns schön ist. Und dann sind wir so geflogen, sagt er, ja, was ist denn das für eine schöne Stadt da unten, die große? Sag ja, das ist unsere Landeshauptstadt Stuttgart, da sieht es gut aus von oben. Dann sind wir weitergeflogen, sagt er, ja, und die Stadt, die ist auch wunderschön, was ist denn das da? Er hat gesagt, das ist Esslingen. Und dann sind wir weitergeflogen. Dann sagt er, ja, was ist denn das? Ein riesiger Parkettboden. Das ist ein neuer. Das ist kein Parkettboden, das ist Blohinger. Weißt du, die haben alle ein Brett vor dem Kopf und immer wenn ein Flugzeug kommt, stehen die zusammen und glotzen so auf. Ja, und draußen im Foyer habe ich vorhin meinen Schweizer Kollege getroffen, das Zwergli vom Bergli. Und der hat mir dann jetzt erzählt, dass unsere Berliner Regierung mit der Schweiz wegen unserem Fluglärm verhandelt. Ja, was wollen denn die Berliner mit der Schweiz verhandeln? Das kennen wir doch viel besser. Ja, schließlich ist doch Baden-Württemberg viel näher an der Schweiz als an Deutschland. Das haben jetzt nicht alle verstanden. Ja, aber was brauchen wir denn da die Berliner dazu? Ja, die mit ihrem Flughafen, wir sollen uns gerade noch kommen. Jetzt bauen die doch einen Flughafen für die Fußball-WM 2014. Jetzt, wo der Wobe bereit weg ist, haben sie denen erklärt, dass die WM in Brasilien stattfindet. Ja. Aber es ist ja nicht nur der Fluglärm, auch die Steuersünder. Ich meine, wir haben ja da kein Problem mit den modernen Sachen wie CDs und so weiter. Wir schicken unser Geld nur mit der guten alten Rohrpost und dem Bodensee durch. Aber die andere, Moment,
Im Sommer, da regnet's, im Winter, da schneit's. Auch ich habe meine Millionen bereits. In der Schweiz. Ja, ich weiß. Also wir Schweizer Banker, wir haben Schwung und Pfiff. Das mit der Steuersparidee, das haben wir im Griff. Ein sicheres Nummerkonto, wie kann's auch anders sein? Da kommt auch schon ein Kunde zur Eingangstür herein. Ich sage leise Grüezi und der Deutsche lächelt nett. Und ich frage ihn, ob er vielleicht noch ein Millionchen hätt. Es gibt noch freie Nummern, drum bringt uns euer Geld. Denn sonst gehört die Schweiz schon bald nur noch zur dritten Welt. Leute, bin ich denn ein Kiosk oder bin ich etwa eine Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Leute, bin ich denn ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank? Juhu! Ja, danke. An was sollte mich das jetzt nochmal erinnern? Da war doch was. Was war jetzt das nochmal? Der erste grüne OB von Stuttgart. Ja. Und der Fritz Kuhn hat ja jetzt sein Amt angetreten in Stuttgart. Und was der Gareth Leidecker, das ist Faulheit im Büro, kann der nicht brauchen. Hat er gesagt, da gehe ich strikt dagegen vor. Faulheit im Büro. Hat er sein Amt angetreten, ist er so durch die Räume gelaufen. Hat er anstuckt. Und dann ist da einer so im Hausgang rumgelaufen. Na, ist der zu dem nah. Hat er gesagt, Mann, was verdienen Sie in der Woche? Hat er gesagt, 400 Euro, wieso? Hat er den Geldbeutel aufgemacht, hier sind 800, verschwinden Sie, ich will Sie nie wieder hier sehen. Und weg war er. Da hat er sich gefühlt, schon rumstolziert, hat er zu seinen Beamten gesagt, und, was hat der faule Sack da heute gemacht? Pizza geliefert. Aber das ist ja ein Stuhl, geht auch nicht anders wie in Esslingen, gell? Gestern wollte ich noch geschwind aufs Rathaus gegangen, um 11 Uhr war ich vor dem Rathaus. Da sind mir gerade zwei Beamte auf dem Weg zur Mittagspause entgegengekommen. Also es war ja schon 11 Uhr. Auf einmal haut es den einen rein. Da sagt der andere, sag mal, was fliegst jetzt du da auf offener Strecke, ne? Da sagt er, du, ich bin auf einer Schnecke ausgerutscht. Hat er gesagt, spinnst du, da kannst du ausweichen? Sagt er, neu, du bist von hinten gekommen. Morgen und die Sonne schien, als ich früh morgens bald um 10 ins Büro ging. Erstmal ein Kaffee und die Zeitung raus, diesen Dauerstress
hält doch keiner aus. Gott sei Dank, es ist ja schon 11:30 vorbei. Erstmal Mittagspause bis 3. Danach brauche ich Erholung bis 4. Genug geschuftet, morgen bin ich ja schon wieder hier. Ich fange nie mehr was an einem Montag an, weil ein Montag mir meinen Glauben nahm. Liegt ein Sinn darin, ich werde es nie verstehen. Doch 4, da werde ich nach Hause gehen. Ich fange nie mehr was an einem Montag an. Ein Riesenstapel liegt in meinem Posteingang. Wie soll ich das schaffen? Und mich packt der Frust. Schon der 3. Antrag seit August. Ja, vielen Dank. Es kommt nachher noch mal was zum Mitklatschen. Weil wenn ihr so weitermacht, dann zeigt man mir das kleine Schildli, wo draufsteht, ich muss jetzt Schluss machen. Und das nur, weil ihr wieder genug kriegt. Ja, jetzt wird sowieso bald Zeit, dass der kleine Zwerg wieder auf seinen Berg verschwindet. Weil auch die Zwerge haben immer ziemlich viele Termine. Ja, also so ähnlich wie zum Beispiel unser Herr Ministerpräsident, der hat auch immer viele Termine, gell? Und der muss am Morgen wieder zum Heimspiel. Ja, Stuttgart 21 gegen Hannover 96. Ja. Und da fährt er immer mit der Straßenbahn. Ja. Letztes Jahr ist er auch wieder gefahren mit der Straßenbahn. Total überfüllt. Dann ist er aufgestanden und hat einer Dame seinen Platz angeboten. Ja, so ist er. Die hat sich dann höflich bedankt bei ihm. Hat er gesagt, Moment. Hat er gesagt, nichts zu danken. Es ist die Pflicht eines höflichen Mannes, einer Dame seinen Platz anzubieten. Ja. Die meisten Männer stehen zwar nur bei schönen Frauen auf, aber ich mache da keinen Unterschied. Ja, Herr Kretschmann, Sie sind ja öfters mal in Berlin, was mich schon lange mal interessiert hat. Was macht denn die Frau Merkel eigentlich beruflich? Wissen Sie ja nicht, aber die, ist noch, die hat ihren Doktortitel noch, gell? Also noch. Meine, da haben wir es ja gut. Wir haben keinen, kann man uns auch keinen wegnehmen. Plus Führerschein. So. Bevor der Zwerg jetzt aber wieder verschwindet, brauche ich nochmal eure Unterstützung. Die habt ihr ja bisher so gut abgeliefert schon. Und zwar müsste jetzt normalerweise, wenn der Elferrad noch lebt, ja, noch alle da, ein Schildli hochkommen. Und da steht das nämlich drauf. Das ist der Zwergenjoder, den brauche ich von euch. Und ich singe es euch mal vor, weil wahrscheinlich sieht es ja der eure andere schlecht. Jo, jo! Hey, Echo. 1, 2, 3. Oben auf dem Berg, ja, da steht ein kleiner Zwerg und der hat der rote Zipfelmütze auf. Hey, Moment. Moment, Technik. Wir hatten das geübt. Droben auf dem Berg, ja, da steht ein kleiner Zwerg und der hat der rote Zipfelmütze auf. Und so machen wir es jetzt.
Droben auf dem Berg, ja, da steht ein kleiner Zwerg. Seine Zipfelmütze hat er immer auf. Und so faselt jedes Mal, kommt er runter in das Tal. Denn hier unten sind die Menschen so gut drauf. Droben auf dem Berg, ja, da steht ein kleiner Zwerg. Seine Zipfelmütze hat er immer auf. Und so faselt jedes Mal, kommt er runter in das Tal. Denn hier unten sind die Menschen so gut drauf. Es ist wieder Fasnet, denkt sich der kleine Zwerg. Dann kommt er runter von seinem hohen Berg zu all den Narren, da zieht es ihn schon bald. Der Zwergenjodler im ganzen Saal erschallt. Drum auf dem Berg, ja, da steht ein kleiner Zwerg. Seine Zipfelmütze hat er immer auf. Und so faselt jedes Mal, kommt er runter in das Tal. Denn hier unten sind die Menschen so gut drauf. Droben auf dem Berg, ja, da steht ein kleiner Zwerg. Seine Zipfelmütze hat er immer auf. Und so faselt jedes Mal, kommt er runter in das Tal. Denn hier unten sind die Menschen so gut drauf. Und so faselt jedes Mal, kommt er runter in das Tal. Denn hier unten sind die Menschen so gut drauf. Unser Zwerg vom Berg, meine Damen und Herren, ich darf vorstellen, Helmut Gärtner vom Kulturring in Donzdorf. Und jetzt möchte ich was hören. Du bekommst einen richtig tollen Narrenruf mit dem Aha auf unseren lieben Helmut. Ein dreifach donnerndes Ah! 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 Komm gut heim auf deinen Berg und einen super Ausmarsch bitte.